Die WTG ist 2004 durch Andreas Welti und mich gegründet worden. Wir haben uns auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb der Hightech-Anlagen spezialisiert. Im Vakuum unserer Maschine entstehen Nanometer dünne Schichten. Die dünnen Schichten sind Bestandteile von elektronischen und optischen Komponenten. Wir behaupten, dass jeder täglich in Berührung kommt mit diesen dünnen Schichten. Sei dies zum Beispiel im mobilen Telefon, im PC, im Computer, im Mikrofon und so weiter. Wir haben 300 Mitarbeiter hier im Standort in Trüppach, wo wir die Anlage entwickeln, assemblieren und die Abnahme testen mit unseren Kunden zusammen. Und wir haben zusätzlich 200 Mitarbeiter in der ganzen Welt, wo wir mit denen den ganzen Verkaufsprozess und die Service-Dienstleistungen anbieten. Wir haben Niederlassungen in Deutschland, USA, Taiwan, China, Singapur, Malaysia und Japan. EWTG Form Zukunft und wächst ständig. Also Lee, ich habe dir eine Aufgabe, dass wir da für das Modul eine Standsicherheit aufbauen müssen. Und ich habe jetzt gesehen, du hast da etwas in Rot konstruiert. Genau so habe ich es gedacht, dass man es da hinten so hinklemmt und dann da wieder mit Klemmverbindungen einen Winkel macht und dann halt wieder eine Querstrebe drüber. Und die Stabilität von einer Strebe sieht eigentlich gut aus, das kann man so machen. Ich glaube, das ist ein guter Entwurf. Als Konstrukteur oder Konstrukteurin sollte man Interesse an technischen Zusammenhängen haben und an der Mechanik. Ebenfalls sollte man über ein technisches Verständnis verfügen. Geometrie, Mathematik und Physik spielen eine ganz wichtige Rolle. Zu meinen Aufgaben gehört zum Beispiel die Neukonstruktion von Bauteilen und Baugruppen oder das Suchen von Ideen und das Erarbeiten von Lösungen. Zu konstruieren ist eine Idee greifbar zu machen. Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, weil ich gerne kreativ arbeite und mich für Technik interessiere. Der Beruf kombiniert beides hervorragend. Die EWTG bildet vier Lehrberufe aus. Das ist zum einen Konstrukteur, Konstrukteurin, Physiklaborant, Physiklaborantin und Automatiker und Automatikerinnen. Voraussetzungen dort sind gute bis sehr gute Leistungen in Mathe, Natur und Technik. Der vierte Lehrberuf ist Logistiker und Logistikerinnen. Dort wird vorausgesetzt Dienstleistung, Bewusstsein, praktisches Verständnis und Freude an Zahlen. Die vier Berufe können alle mit Berufsmatura gemacht werden und sind EFZ. Das ist auf keinen Fall ein Beruf nur für Männer. Wir haben jetzt auch eine Lehrtochter bei uns. Sie ist im zweiten Lehrjahr und sie macht das hervorragend. Ja. Für einen Automatiker ist räumliches Vorstellungsvermögen sowie auch abstrakte Zusammenhänge sehen und verstehen können sehr wichtig. Somit wird eigentlich auch Mathe und Physik eine grosse Rolle spielen. Technik ist ja allgemein sehr breit gefächert und somit wird die Automatiker auch sehr abwechslungsreich. Typische Aufgaben sind zum Beispiel die Montage oder eine Verdrahtung von einer Anlage, aber auch das Lösen von technischen Problemen mit Hilfe von der Konstruktion, aber auch von der Entwicklungsabteilung. Der Automatiker setzt sich sehr stark mit der Mechanik, der Elektrotechnik, aber auch der Automation auseinander. Somit wird eigentlich auch vorgesetzt, dass man sich gut mit Technik auseinandersetzen kann, auch Interesse dafür hat, aber genauso auch logisch denken kann. Ich selber habe die Lehre als Automatiker in EWTG angefangen, weil ich sehr interessiert an physikalischen Gesetzmäßigkeiten bin, aber auch fasziniert von neuen Technologien. In der Schule wird oftmals eigentlich das Verständnis angefördert, in Mathe oder eben auch in elektrischen Sachen, wird aber auch physikalisch recht oft mehrere Themen behandelt. Aber auch genauso auch viele Teile von der Konstruktion ein bisschen, das heisst Zeichnungstechnik hat man effektiv auch drin, wo du eigentlich dann dich auch vertiefst drin. Physik ist sicher empfehlenswert, real könnte schwierig werden, weil es wirklich doch eine grosse Herausforderung ist, ein grosser Maßstab gesetzt wird, um die Lehre effektiv gescheit machen und die richtigen Vorteile daraus zu ziehen können.